Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm von deinen Plänen. Also, du machst, als ich den Tatort zugesagt habe, fand ich es eine tolle Rolle. Habe ich mir gut vorstellen können. Da habe ich sie alle gesehen, diese ganzen Akademiker, die mir schon so begegnet sind oder die ich so beobachten kann mit ihren Attitüden und so. Und niemand wusste, dass das so erfolgreich wird, dass man so durch die Decke geht. Und so. Das heißt, das war weder geplant, noch, noch ist der Umgang damit geplant. Ich habe mich darauf nicht vorbereitet. Das ist einfach passiert. Und jetzt habe ich das Gefühl, das ist total egal, ob ich das zum Teufel wünsche oder ob mir das gefällt. Es ist einfach da. Insofern, nein, ich wünsche es nicht zum Teufel. Ich bin allerdings schon, versuche mich schon lautstark dahingehend zu äußern, dass es auch noch andere Dinge gibt als Professor Börner in meinem Leben, auch in meinem Berufsleben, sowohl als Schauspieler, jetzt auch als Musiker. Also es ist eine sehr starker Stempel, dieser Börner. Und, aber ich meine, es kann einem Schlimmeres, es kann schlimmer kommen als das. Und solange ich die Möglichkeit habe, auch noch andere Dinge zu tun, und die habe ich zum Glück, also andere Filme zu drehen, andere Rollen zu spielen und andere Dinge zu machen, ist Börner sozusagen ein guter Kumpel in meinem Leben geworden, aber nicht der Übervater.